Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meerwasser Live TV. Ihr habt richtig eingeschaltet, ihr Reef Junkies. Schön, dass ihr wieder da seid. Neben mir steht der Christian, mein Name ist Björn und wir haben heute ein neues Tutorial für euch. Nämlich, naja, ich bin jetzt zum Christian rübergegangen und da hat er so einen riesen Busch in seinem Aquarium gehabt. Ich hab gedacht, was ist denn hier los? Ja, was war? Deine Gorgone ist einfach mal wieder an alle Seiten explodiert. Die Dinger wachsen ja. Richtig gut, in alle Richtungen, verästeln. Sehen auch wunderschön aus, aber einfach irgendwann sind sie zu groß. Ja. Dunkeln alles umrum ab, ja. Da musst du irgendwann mal fragmentieren. Und bei einer Gorgonie ist das gar nicht so einfach. Da können wir nicht einfach nur abschnöppeln und dran kleben, sondern wir müssen ein paar Sachen beachten. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, mal ein extra Video zu machen, Fragmentieren von Gorgonien. Hier ist es. So sieht's aus. Heute geht's ums Fragmentieren von einer Gorgonie. Die ist nämlich zu groß geworden und reicht schon an die Wasseroberfläche. Sieht man hier ja schon ziemlich gut. Ja, es ist ein Riesenmonster. Ich zeige es euch mal. Geht von oben bis unten. Das Becken ist 60 cm hoch. Ja, auf jeden Fall zu groß. Nimmt viel zu viel Platz weg. Schwimmraum für die Fische. Deswegen wird die jetzt geteilt. Wie das geht, zeigen wir jetzt euch im Close-Up. So, beim Fragmentieren braucht ihr natürlich eine Zange, das zeige ich euch gleich nochmal. Und am besten stellt ihr auch schon einen Behälter bereit, wo ihr dann die abgeschnittene Koralle erstmal reintun könnt. Gerade wichtig, wenn ihr mehrere Sachen fragmentieren wollt im Becken, braucht ihr ein bisschen Zeit, dass die Korallen eben nicht zu lange trocken bleiben, kann man sie eben zwischenlagern. Was ganz cool ist, was ihr nicht machen solltet, stellt nicht euren Wasserbehälter auf die Lampe drauf, wenn die warm ist. Weil sonst wird das Wasser extrem warm, das mögen die Korallen nicht so. So, ich hoffe, man sieht das jetzt. Ich komme jetzt mal hier mit der Zange, suche mir irgendwo einen Ast aus und den schneide ich mal ab. Genau, so, das ist das gute Stück. Und das nehmen wir jetzt mal ran. Hier sind die abgeschnittenen Gorgonienäste. Ich mache später noch mehr, aber für das Video reicht es erstmal. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier eine schöne Schnittzange, die ist jetzt von Ecotech Marine. Ihr könnt natürlich auch einen Seitenschneider nehmen, aber der rostet halt schon immer arg, ist nicht so schick. Ihr solltet auch immer auf sauberes Werkzeug achten. Wir brauchen auch einen Cutter. Ich nehme jetzt einfach mal hier eine ganz neue Klinge. Wenn ihr die öfters benutzt und wollt sie noch öfters benutzen, könnt ihr sie auch ab und zu mal ein bisschen abkochen oder so und mit heißem Wasser übergießen, damit ihr nicht noch zusätzlich Keime in die Schnittflächen bringt. Ja, wir haben jetzt hier einen Sekundenkleber. Natürlich hier noch so eine Lichtrasterplatte. Für was brauche ich die Lichtrasterplatte? Die hilft uns nachher, wenn wir damit arbeiten. Da können wir hier die Plugs schön reinstellen. Aber sowas will ich natürlich auch hier drin haben. Und deswegen mache ich mir mal fix einen Reef-Plug-Halter. So, dazu nehmt ihr einfach die Zange. Geht hier hin. Warte mal, jetzt habe ich Maß verloren, genau, geht hier hin und knipst die einfach durch. Könnt ihr jeden handelsüblichen Seitenschneider nehmen und dann klappt das auch. So, schön weggeflogen. Das könnt ihr quasi hier reinstellen. Man könnte jetzt auch noch daraus aus den Resten irgendwelche Füßchen machen oder wer Füßchen will, kann sich auch einfach ein paar Reef Plugs drunter stellen. Andersrum halt. Ne? So. Jetzt stehen später die Reef Plugs schöner drinne. So, aber was ist der Trick oder was ist das Wichtige bei der Gorgonie? Ich hole gerade mal das weggeflogene Teil. Was ist das Wichtige bei der Gorgonie? Bei der Gorgonie ist es am sinnvollsten, wenn ihr
hier die Haut von dem harten Ast trennt. Das heißt, ihr nehmt den Cutter, fahrt einfach mal außen rum und strippt die Haut ab. So. Jetzt habt ihr nur den Ast und der wird eingeklebt. Dadurch habt ihr Folgendes erreicht. Wenn ihr den jetzt mit der Haut einkleben würdet, egal ob das Sekundenkleber ist, Riffmörtel oder ein Zweikomponentenkleber, dann habt ihr das Problem, dass die Haut unter dem Kleber stirbt, sich zersetzt und der Ast einfach wieder aus dem Loch rausrutscht, beziehungsweise aus der Klebung. Deswegen ist es wichtig an der Stelle, die Haut zu entfernen, ja, bei der Gorgonie, speziell bei der Gorgonie, und die dann eben einzukleben. Ja, was haben wir heute? Wir haben einfach mal aus totem Riffgestein, was wir auch gut gewässert haben und sauber gemacht haben, haben wir mal kleine Brocken rausgeschnitten. Da könnt ihr zum Beispiel super Löcher reinbohren. Jetzt habe ich mein Schraubentier nicht. Moment. Damit könnt ihr ganz einfach hier ein Loch reinpopeln. Na, vielleicht auch nicht so einfach. Nicht so viel Druck, mehr drehen. Ihr könnt auch einen Bohrer nehmen, aber das mache ich später. So. So, jetzt haben wir einfach hier mit dem Kleber das Loch gefüllt und der Ablegerstein ist quasi fertig. Jetzt könnt ihr den hier, den Ast, hier reinhalten. Ja. Und dann ins Wasser tunken. Jetzt härtet schon direkt die äußere Klebeschicht aus, weil Sekundenkleber immer mit Wasser reagiert. Ja, jetzt könnt ihr das Ding da reinstellen, hinlegen. Dazu nehmen wir jetzt natürlich nicht unser Reef Deck. Unser Reef Deck nehmen wir gleich, wenn wir so einen Reef Plug nehmen. So, nächste Möglichkeit, ihr nehmt einfach einen, irgendeinen Korallen, ach, einen Totgesteinrest und klebt den hier drauf, auf so einen Plug, schon direkt. Schön ein bisschen anrauen, damit der Kleber gut hält. Dann wieder eine gute Portion Kleber drauf. So. Und jetzt reintunken und drehen hilft oft. Drehen ist immer ganz gut. Und ins Wasser. Einen kurzen Moment fixieren. Und dann könnt ihr hier euren Ableger in das Reef Deck stellen. Ja, so einfach kann es sein. Also ihr habt es gesehen, das Wichtigste ist eigentlich, die Fahrhaut muss weg. Genau. Ja. Mann, ey. Raus da schon wieder Dinger hier raus, ey. Ja. Das ist einfach so, wie wir schon jetzt eben gesagt haben, diese Haut dürfte halt nicht mitkleben. Die stirbt dann irgendwann ab und dann fehlt die, der Klebegrund quasi, ne? Ja. Und dann hält es nicht mehr. Erstaunlich, auch Korallen können religiös sein. Genau. In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr einen Kommentar ablasst, ob unsere Technik bei euch funktioniert hat. An der Gorgonie. Ne? Nicht ja. Falsch verstehen. In diesem Sinne, gebt einen Kommentar ab, gebt uns einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Macht's gut. Macht's gut. Ahoi. Mütze, Klatze, Mütze, Klatze, Mütze, Klatze.